Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Video. Ich habe jetzt mich in der Tuya-App angemeldet und in der Smart Life-App bin ich sowieso angemeldet. In der Tuya habe ich nur den Staubsauger von meiner Frau drinne und in der Smart Life-App habe ich mein Licht drinne. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Dann kriegt ihr euch mal nach unten, damit ihr was seht, was ich mache. So, und zwar den Schutzschalter raus. Achso, das ist so ein Ding, damit das. Ja, hier ist aber auch erklärt, was Minus und was Plus ist. So. So, und er leuchtet jetzt blau. Jetzt gehe ich einfach mal in die Smart Life App. Und ich gehe mal in die Tuya App. Tuya App. So, plus neues Gerät, weil die ist schwarz. Sicherheitssensoren. Sensor Wi-Fi. Sensor Wi-Fi. Ich muss noch schnell gucken, ob ich auf dem richtigen. Ja, ich bin auf dem richtigen Funkkanal. Weiter. Es blinkt, ja, weiter. Jetzt sucht er. Und schon hat er ihn gefunden. Der steht jetzt unter X-Series Wi-Fi Smoke Alarm drinne. Habe ich aber überhaupt keinen Nerv drauf. Rauchmelder. So, ich nenne ihn einfach Rauchmelder, dann kann ich A-Punkt nämlich sagen, Rauchmelder aus. Wenn was ist. So. Fertigstellen. Benachrichtigung prüfen. Nächster Schritt. Batterie sehen wir hoch, kein Rauch. Also das ist die Standardansicht. Ich mache das mal ein bisschen dunkler für euch. Und hier oben haben wir auch die Batterieanzeige. Das Gerät ist im Standby-Modus. Okay, also der sagt mir auch, dass das Gerät im Standby-Modus ist. Standby-Benachrichtigung, Alarmbenachrichtigung, Gerätebenachrichtigung, Fehlerwarnung. Also ist alles eingeschaltet, schwache Batterie. Wir können den auch stumm schalten. Das können wir aber nachher erstmal testen. Also wir haben da jetzt nicht großartig was wir einstellen können. Namen, Symbol und sowas. Ja klar, in der App. Und jetzt werden wir mal testen, was passiert. Passiert, wenn das Ding angeht. Ja, ich glaube, wir brauchen das Stärkere. Judith ist sehr laut. Oh Gott. Das ist verdammt laut. So, ich habe mal stumm gemacht. Ich will nochmal anmachen. Also auf der Taste. Kein Rauchalarm steht jetzt da.
Also lange drücken ist wieder verbinden. Ach Mensch. Mal schnell wieder verbinden damit. Aber der ist wohl nicht aus dem Rauchmodus rausgegangen jetzt gerade. Also hier stand. Aber die Lampe hat halt geblinkt. So, jetzt ist er verbunden. Lampe leuchtet wieder blau. Name bleibt Rauchsensor. Fertigstellen. So, Klick. Clear. Historisch Daten clearen. Okay. Clear. So. Clear. So viel vor. Also, das ist jetzt geklärt. Wir haben keinen Alarm oder irgendwas drin stehen. Und dann werden wir mal gucken. Wir werden das doch nochmal testen. Rot. Eben ist er doch angegangen. Oder der ist halt noch drauf, weil ich ihn gerade eben benutzt hatte. Test und aus. Aber der sagt keinen Rauchalarm. So, Offline-Meldung. Und später Erinnerungen zu vermischen. Offline wollen wir nicht. Informationen. Sehen. Teilen. Zum Startbildschirm hinzufügen. Netzwerk. Gerät entfernen. So. Stumm. Selbstüberprüfung. Er sagt jetzt halt, es ist kein Rauch. Aber eben ist er doch angegangen. Also eben ist er angegangen. Muss ich mal gucken. Also er sagt doch hier kein Rauch. Aber angegangen ist er. Aber ich habe mal halt wieder verbunden und deswegen steht hier kein Rauchalarm. Weil ich will wissen, ob hier auf dem Display noch steht Rauchalarm.
eine ständige Erinnerung zu vermeiden, wird Benachrichtigung gesendet, wenn länger als 30 Minuten offline war. 8 Stunden für Geräte mit geringer Stromverbrauch. Okay. Immer testen. Stumm. Also will er irgendwie jetzt nicht. Wir können ja mal, wir wollen mal den Gerät löschen, ja. So, ich habe den aus der Tuya-App jetzt mal rausgenommen. Und halt den nochmal gedrückt, dass er wieder blau leuchtet. So. Und gehe jetzt mal hier in Smart Home, Sensoren. Ah, Rauchmelder. Ja, Rauchmelder. Ich glaube, ich war auf dem falschen. Mausi ist gut. Ach Mensch, Mausi, geh mal weg. Aber der hat das so von der Tuya-App auch übernommen, Rauchmelder. So, Benachrichtigung prüfen. Nächster Schritt. Batterieverbrauch. Folgende Anweisung, lesen Sie. Folgende Anweisung und schalten Sie den Akku. Sprechend Ihres Telefons. Huawei. Wow. Ja, da kriege ich auch eine Nachricht. Alarm, es ist Feuer. Prüfen. Rauch entdeckt. Das Gerät schlägt Alarm. So. Wo haben wir das? Offline-Meldung? Ne, wo waren das jetzt? Achso, warte, können wir gleich mal testen. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen nervt für euch, aber Gerät hinzufügen, sonstiges, Gerät suchen. Ich suche jetzt gerade nur meine Alexa-App nach Geräten. Dauert nur um die 45 Sekunden. Ich will nur mal wissen, ob ich das über Alexa ausschalten kann.
Kein neues Gerät gefunden, okay. Rauchalarm aus. Dein Wecker ist nicht gestellt. Wie heißt das Ding? Wechselmoment. Rauchmelder. Rauchmelder aus. Tut mir leid. Ich kann kein Gerät mit dem Namen Rauchmelder finden. Rauchsensor aus. Raumsensor unterstützt das nicht. Okay, also geht nicht aus. Krieg gerade einen Anruf. Ja? Ach, wo ist denn das jetzt? Einfach über die App stumm schalten. Seht ihr jetzt nicht. Schade. Wir machen mal wieder an. So, Rauchmelder. Jetzt nochmal bei Alexa gucken. Geräte. Alle Geräte. Geräte hinzufügen. Geräte hinzufügen. Lampen, Schalter, Router, Fernseher, Lautsprecher. Klimaanlagen, Luftreiniger, Spüler, Trockner, Ventilator, Waschmaschine, sonstiges. Suchen. Kein Gerät gefunden. Okay, also er findet wohl kein Gerät. So, wir wollen mal gucken. Alexa. Bereits mit Alexa verbunden. Okay, also werde ich den jetzt hier noch mal rausschmeißen. Okay, geht auch nicht. Ich mache den noch mal so. Und dann gehen wir noch mal. Entfernen, ja. So, ich werde es noch mal in die Tuya-App integrieren. Sensoren, da war ich mich auch nur bei Sensor. Hochwasser, Rauchmelder. Jetzt gehe ich direkt auf Rauchmelder, obwohl er das bei Sensor auch schon gleich erkannt hatte, dass es ein Rauchmelder ist. Wir sind auch verbunden. Fertigstellen. Rauchmelder. So.
Stumm ist aus. So, SMS-Benachrichtigung könnte ich auch aktivieren. Wollen wir jetzt nicht. Nur Nachricht. Ich kann eine SMS-Benachrichtigung, Anruf an kann ich machen oder Nachricht. So. Ja, mit das. Also ist eigentlich ganz simpel, eigentlich alles da. So. Jetzt werden wir aber noch mal gucken, bin ich hier überhaupt mit Tuya, mit Alexa verbunden? Bereits mit Alexa verbunden. Weitere Möglichkeiten zur Verknüpfung anzeigen. Stellen Sie Verbindung mit Alexa her. Verwenden Sie Passwort. Anweisungen. Click the continue button. Okay, so ja. Okay, ich bin aber wohl laut dem hier schon mit Alexa verbunden. Erneute Suche. Dann suchen wir mal jetzt nochmal nach neuen Geräten. Aber hier steht auch nicht, dass es Smart Home ist irgendwie. Raumsensor haben wir. Naja, das ist es nicht. Nee, also den Rauchmelder, den übernimmt er nicht in Amazon. Aber wir werden es gleich nochmal testen. Das kann aber sein, weil er hier immer noch rot leuchtet, das was ist. Und dass der sich das gemerkt hat, das was ist. Und weil wir ja auf Stummschalten gemacht haben, dass er dadurch jetzt sagt, du willst keine Benachrichtigung haben. Ist ja bei meinem Rauch. So. Seht ihr? Prüfen. Da sagt der Feueralarm. Und dann kann ich hier einfach sagen, stumm. Na, drücken. Stumm. Und schon ist er stumm. Geile Sache. Also das, was ich wollte, ist, ich kann jetzt zwar nicht A-Punkt sagen, damit der leise sein soll, aber ich kann den benutzen. Und kann den im Wohnzimmer ranmachen und kann sagen, ey, pass auf, wenn ich zu viel dampfe und das Ding geht los, zeige ich einfach in der App, stumm schalten. Ich brauche nicht mehr mit dem Besen oben ranmachen. Hier ist es auch schlechter, mir würde ich nicht mit dem Besen rankommen können. Ich habe dann hier nur diese Taste, die ich dann drücken kann. Ja, muss ich dann mit dem Stuhl hoch oder so. Was dann halt ein bisschen schlecht ist. Aber ich würde das halt nicht mit dem Besen treffen. Aber ich könnte das halt in der App dann einfach deaktivieren. Das ist cool. Das ist cool. So. Und wir haben
so eine große Batterie hier drin. Die kriegt ihr auch im Baumarkt. Das ist eine CR123A. Ist das die richtige? Ich mache mal das aber erstmal wieder zu hier. Nicht, dass ich jetzt, wenn ich dampfe, hier auf immer Bäder losgehen. So. Ich habe erstmal wieder den Pinüppel ruf gemacht. Ich muss ja erstmal beim Vermieter Rücksprache halten. Und vor allen Dingen, das Gute ist, dass du halt die Benachrichtigung auch unterwegs kriegst. Du kriegst halt, habt ihr gesehen, ich habe eine Nachricht, ich könnte so einen Anruf einstellen, dann würde ich eine Nachricht kriegen und dann sagt er hier, Rauch bei dir. Wenn du noch Kameras hast, kannst du Kameras mal gucken, ob, was weiß ich, Tochter vielleicht gerade in der Küche irgendwas kocht und dabei hat meine Frau schon geschafft, Küche gekocht, Rauchmelder im Flur, macht sie die ganze Zeit aus. Ja, der war aus, der im Schlafzimmer ist auch angegangen. Oh, egal. Und so würdest du halt sehen, wo die Rauchmelder angehen. Kannst du Kamera anschalten oder kannst du halt schnell mit einem Echo zu Hause anrufen, ob da jemand da ist und gerade kocht und deswegen ausgelöst wurde oder keine Ahnung. Rufst du halt gleich die Feuerwehr und sagst hier, pass mal auf Leute, das brennt bei mir. Finde ich saugeil. Weil wir Dampfer, wir haben ja immer was gesucht. Da gibt es ja auch welche, die halt bei Dampf nicht anspringen. Aber, ja, die Vermieter wollen ja mal Geld sparen. Die sind halt ziemlich teuer. Aber warum die Kosten hier, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viel der kostet. Wenn der Vermieter Geld sparen will, oder sagst du hier, packst du auf, zahlst du, hier brauchst du nicht so viel Geld ausgeben. Dann kriegst du halt die ran und dann passt das. Meine Mutter muss ja auch noch welche bei sich nachrüsten. Da werden wir die wahrscheinlich auch holen. Den kannst du dann über Handy ausschalten, anschalten. Hast du gesehen, kriegst eine Benachrichtigung. Das ist ganz gut. Und die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, der war um die 29 oder 39 Euro oder so was in dem Dreh. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Und vor allen Dingen, man kann den halt über Handy deaktivieren. Das ist gut. Also nicht nur für uns Dampfer, auch für die Raucher. Ich weiß, es gibt halt noch viele, die zu Hause rauchen in der Wohnung. Beim Fernseh gucken oder beim Actionfilm oder auch in die Bude zu quarzen, wie mein Vater, der war ja Kettenraucher. Da ist das auch gut. Einfach bumm, aus, fertig ist, leck Arsch. Und dann bleibt das Ding eine Weile aus. Du kannst das Ding auch komplett stumm schalten im Wohnzimmer. Dann sagst du stumm schalten und dann kann das, dann piept das ja nicht erst. Dann ist es komplett gleich stumm schalten. Aber wollen wir ja auch nicht. Wir wollen es ja nicht komplett stumm schalten, weil wenn wir nicht da sind und hier ein Hausbrand passiert, soll es ja nicht stumm sein. Das wollen wir ja wissen, ob hier im Wohnzimmer irgendwas los ist. Hat alles funktioniert? Einzige, was nicht funktioniert hat, dass du über A. sagen kannst, Rauchmelder aus oder stumm. Vielleicht gibt es da auch noch Modelle, müsste ich mal nachfragen beim Hersteller, ob es da auch smarte Möglichkeiten gibt für A. Aber mit dem hat es schon mal super funktioniert. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.